Endlich ist es wieder soweit. Wir gehen zur Night Olympics am Wochenende. Wie immer bei uns alles auf der letzten Drücker. Ihr habt nicht viel von uns gehört in diesem Jahr. Es gab einige Probleme mit unserem neuen Webshop. Ihr habt ihn gesehen. Es sieht super toll aus. Leider stimmt da mit der Kategorie, mit der Fahrzeugzuordnung leider rein gar nichts. Da sind wir jetzt sehr, sehr stark, vor allem ich, hinten dran, um das Ganze für euch zu richten. Das ist natürlich für mich wichtiger, jetzt wie Videos mache. Nichtsdestotrotz werden wir das ab sofort aber auch wieder für euch machen. Ein paar Service-Videos sind jetzt in Vorbereitung, wie auch Produktvideos, wie auch Infos, wie jetzt hier für die Night Olympics. Wie ihr seht, wir sind hier mit unserem Trackrider, gehen wir an den Start. Das Übliche vor dem Rennen ist nach dem Rennen. Das Fahrzeug war jetzt fast ein Jahr gestanden und wir hatten keine Zeit, das Ding zu prüfen. Das machen wir jetzt natürlich noch, Kupplung etc. Gerade die Sache, die hier sehr beansprucht sind, Zylinderkolben, wird jetzt überprüft. Da ist der Rennen schon dran und dann geht es auch schon wieder in die heiße Phase von der Night Olympics. Übermorgen geht's los. Wir treten wieder an gegen den Karl Geiger. Hier mal ein kleiner Gruß an den Karl gegen den Indien 101. Das heißt, das Ding hat 1200 Kubik. Ja, 1250 glaube ich sogar, da irgendwas. Ja, 1250 Kubik, also 1200 Kubik mehr wie mir. Hat 111 PS, also auch fast 100 PS mehr wie wir. Wiegt aber auch irgendwie 200 Kilo mehr wie unser Moped hier. Wir haben jetzt auf dem Prüfstand, das zeigen wir jetzt euch hier dann auch im Video. Wir begleiten das jetzt so ein bisschen mit der Kamera, so gut wie es halt geht. 16 PS am Hinterrad, sind immer noch bei 60 Kubik und haben auch eine Höchstgeschwindigkeit schon gefahren von 173. Also ist doch schon die 180, wir haben noch ein paar Sachen modifiziert jetzt und machen wir auch noch, auch mit unserem Rennsprit, den wir da hier selber mischen, haben wir noch ein, zwei Geschichten, die wir da verbessern können. Also die 180 können wir anvisieren, es wird also auf jeden Fall ein knappes Rennen dieses Jahr, nicht so wie das letzte Mal, dass wir da David gegen Goliath gefahren sind. Diesmal haben wir echte Chancen. Jetzt hoffen wir, dass das alles mitmacht, das Material, weil wir natürlich hier auf dem Limit fahren. Logischerweise bei 16 PS aus 60 Kubik, das könnt ihr euch ausrechnen. Wir freuen uns auf das Wochenende, wir freuen uns auch, einige von euch wieder dort zu treffen. Wie in jedem Jahr, da gibt es ja wirklich einige von euch, die uns da am Stand besuchen. Kommt gern vorbei, Benzingespräche, da gibt es auch was, immer was Kaltes zu trinken, immer das ein oder andere Werbegeschenk von uns, Aufkleber etc. Wir freuen uns auf euch, seht selbst, es geht los. Night Olympics Hockenheim, wir kommen. Hier dann noch ein kleiner Lauf, das heißt mal ein kleiner Probelauf von unserem Dreckster Moped. Übrigens haben wir jetzt inzwischen 16 PS am Hinterrad gemessen. Ist also so wirklich auf dem richtigen Weg und hört es euch an. Lauf! Der feuchte Traum aller früher. Auf die linke Bahn kommt hier der feuchte Traum aller früher mal 15 oder 16-Jährigen. Ein extrem getuntes Kreigler-Hofer, gefahren von Norbert Wiener. Und auf der Hannover haben wir die 2000-Stufige Indian Scout 101 gefahren von Astrid. Ach ja, man müsste doch mal 60 sein. Ach nee, dann hätte ich ja noch mehr Titel als heute, also. Und auf der nach dem Dreckster ist vor dem Dreckster. Wir haben jetzt gestern die Night Show gefahren. Leider
haben wir aufgrund sehr vieler Probefahrten, die wir machen mussten, weil es so heiß war gestern und da die ganze Abstimmung nicht mehr gepasst hat von unserem Vergaser, leider unsere Kupplung sehr beansprucht. Das hatten wir dann die Quittung bekommen beim Lauf in der Night Show. Das heißt, wir sind noch bis in den zweiten Gang gekommen und dann konnte man die Kupplung nicht mehr betätigen bzw. konnte sie nicht mehr schleifen lassen. Nichtsdestotrotz haben wir die 100 km/h gerade noch so geknackt, aber hinten raus ging es dann wieder ein bisschen besser. Da kamen wir dann nochmal auf die 150, also Ziel fast erreicht. War nicht ganz unmöglich mit der Geschwindigkeit auch auf die Viertelmeile, weil wir waren gerade mal im dritten Gang im Ziel und den dann nicht mal ausgefahren. Also ihr seht, wir sind hier immer dabei, Dreckster-Rennen, auch nächstes Jahr Nitro Olympics, haben wir dann Dreckreiter 2 für euch am Start. Das heißt, das gibt ein komplett neues Fahrzeug, komplett neuer Motor. Wir sind hier schon an der Entwürfe machen und am Planen und dann lasst euch überraschen, aber dann wird es richtig eng für alle anderen. Das versprechen wir euch. Bleibt dran, kommt mal wieder vorbei, euer Mr. Moped. Ihr seht uns auch auf verschiedene Veranstaltungen am Hockenheimring jetzt nochmal, in der Klassik im September. Bad Salzuflen, Custom Bike Show, sind wir natürlich auch wieder vertreten. Einfach reingucken, vorbeikommen. Wir freuen uns immer über die Gespräche mit euch. Waren viele, viele von euch hier. Hat richtig Spaß gemacht. Bis aufs nächste Jahr, Nitro Olympics. Wir freuen uns riesig. Euer Mr. Moped aus der Moped Garage. 60,3 an Nikap. Und das ist ein Minerat. Ja, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ihr habt das gesehen, der René, der Marcel und ich haben da jetzt keine Ruhe gehabt, um zu wissen, was war denn los bei der Night Show, warum ist das Ding nicht gelaufen. Der Fehler war dann auch relativ schnell klar. Was heißt Fehler? Aufgrund der hohen Außentemperaturen und der Temperaturen, die wir hier am Motor hatten, hat einfach 2-3 Zehntel unsere Kupplungslamelle sich ausgedehnt und dadurch hat sie nicht mehr richtig getrennt. Dadurch sind wir beim Zweitakter natürlich ganz übel abgefallen beim Schalten mit der Drehzahl. Und dann kam es dann natürlich bei dem schmalen Drehzahlband, das wir da haben, bei der Leistung nicht mehr raus. Ihr habt gesehen, wir haben hier 16,3 PS am Hinterrad im Moment. Das war jetzt einfach nochmal für uns auch zur Kontrolle. Sie läuft wirklich einwandfrei. Und haben bei 130 km/h steigt leider unser Prüfstand aus, also weit über 130 km/h. Wir waren im vierten Gang, haben noch einen Gang zum Ausspielen. Das war es jetzt hier von den Nitro Olympics. Wir arbeiten jetzt schon an dem Moped fürs nächste Jahr. Lasst euch überraschen, da kommt nochmal ein Hammer. Und nochmal, wir waren nicht chancenlos. Wenn ihr jetzt die Werte gesehen habt, muss man ganz klar sagen, es wäre auf jeden Fall eng geworden. Hätten wir das Problem mit der Kupplung nicht gehabt oder vorher schon gehabt, dann hätten wir da ein bisschen was dagegen machen können. Da müssen wir jetzt wirklich in uns gehen, weil Trockenkupplung, das ist nicht ganz so einfach dann zu handeln. Eventuell bauen wir wieder zurück auf Nasskupplung. Das war's, euer Mr. Moped aus der Moped Garage. Bis demnächst.